Zur A-Jugend hier in Göttelborn gespielt, war Vize-Saarlandmeister. Ich sehe ja gerade die A-Jugend und die Damen, also auch die SV Germania ist schon mal Vize-Saarlandmeister geworden, da war er in der Mannschaft. Dann ging sein Weg weiter über Borussia Neunkirchen, Rot-Weiß Essen zum 1. FC Köln und er hat insgesamt 419 Bundesligaspiele gemacht. Da träumen heute die Aktiven davon. Und er hat immer noch einen Bundesliga-Rekord inne, nämlich 259 Spiele ununterbrochen in der Fußball-Bundesliga. Begrüßt mit mir den Herr Bub und die 1. FC Köln-Legende Heinz Simmel. Heinz, möchtest du etwas sagen? Ja. Schönen guten Abend. Ich möchte mich bedanken für die netten Worte und wie sagt er immer am Telefon? Ja, für die gute Nachricht. Ich freue mich immer, wenn ich wieder in meiner Heimat bin. Heimat ist etwas, was man erst, wenn man etwas älter wie ihr, zurückdenken kann. Wenn man fleißig trainiert, dass man erfolgreich sein kann. Und hier sitzen alleine, Achtung, über 900 Bundesligaspiele. Der Klaus Fischer hat alleine 535 Bundesligaspiele absolviert, die meisten Gott sei Dank für den FC Schalke 04. Er hat in dieser Zeit 268 Tore geschossen. Und ich habe nicht umsonst diese provokante Überschrift gewählt, wer ist Götze? Behaupte ich, dass die aktiven Spieler diese Bilanz nicht einstellen werden. Er ist dazu noch Vize-Weltmeister geworden, mehrfacher Pokalsieger und alle kennen ihn natürlich mit seinem Jahrhunderttor, das er 1977 erzielt hat, beim 4:1 im Trikot der Nationalmannschaft gegen die Schweiz in Stuttgart. Mr. Fallrückzieher, und da ist ein Bayern-Fan, nur ganz kurz zur Erinnerung, Klaus Fischer hat gegen Bayern München 4 Tore erzielt in einem Spiel. Das ist damals 7:0 ausgegangen. Es war im Oktober 76. Eine der besten Schalker Mannschaften, die es je gab. Ihr habt daraus gelernt, ist ja gut so. Begrüßen Sie mit mir den Mr. Fallrückzieher Klaus Fischer. Und sehr viel kann in den Vereinen für die Jugendarbeit macht. Und deswegen wird es für beide Mannschaften, die heute gespielt haben, sehr schwer. Aber wichtig ist, dass sie Spaß haben. Spaß haben, mitzuerleben, wie andere Mannschaften spielen. Ich habe da schon mal vor ein paar Jahren aus der Klaus-Fischer Fußballschule, waren wir 6 Jungs, gute Jungs dabei, haben dann 11 gegen 11 gespielt, gegen Schalke 04. Und die waren wirklich gut, aber sie haben eine deftige Niederlage, ist klar. Das sind auserwählte Spieler, von überall her kann man sagen. Da ist es für die Jungs schwer. Aber wenn die Jungs Spaß haben, Fußball spielen, ob sie jetzt verlieren oder nicht, das spielt alles keine Rolle. Dass ihr sowas veranstaltet, finde ich ganz toll, weil hier die meisten Vereine, die hier sind, kommen ja aus dem Saarland und deswegen haben viel Spaß, die dabei sind, viel Freude, laufen bis sie nicht mehr geht. Vielleicht kann man eine irgendwie Überraschung dafür sorgen. Zu unserer Zeit, glaube ich, gab es das nicht. Ich kann mich nicht erinnern, dass sowas möglich war. Und das Wetter ist gut. Wir werden einige Leute hier sein, wenn ja, die Eltern kommen mit Großeltern. Quasi die erste Mannschaft, die in dieser Gruppe sein wird, das ist der Homburg, FC Homburg. Klaus, nur für die zweite Gruppe. Geht das vom Tempo, Dirk? Ja, SV Elversberg. SV Elversberg. Okay. Jetzt bist du wieder dran, Heinz. Einfach rein. Borussia Neunkirchen. Auch ein Verein, mit dem der Heinz Simmel damals aufgestiegen ist. Ich sag's
den Bayern-Fan ungern durch den Sieg gegen Bayern München. Genau, in der zweiten Gruppe bei Klaus Fischer-Jansen, das ist die SG Quierschied. Also, spielt ja nochmal gegeneinander auf jeden Fall. In der Gruppe vom Heinz? Vom Heiligen Rock, Eintracht Trier. Eintracht Trier in der Gruppe vom 1. FC Köln. Ja, wer bleibt über? Der 1. FC Saarbrücken. Jawohl! Ja. So, also. Können wir, glaube ich, kurz und schmerzlos wiederholen. In der Gruppe von 1. FC Köln steht der FC Homburg, Borussia Neunkirchen und die Eintracht aus Trier. Und in der Gruppe der Klaus Fischer Youngsters spielt die Spielvereinigung Elversberg, die SG Quierschied und der 1. FC Saarbrücken.